den vielen interessanten Vorträgen gestern freue ich mich wirklich auch, Ihnen etwas das Thema Privatheit näher bringen zu dürfen. Natürlich haben wir alle unsere diversen Vorstellungen, was Privatheit bedeutet. Und ich will gleich ins Thema hineinspringen mit der Gesamtfrage, was ist das eigentlich nochmal? Und wie verstehen wir als Menschen dieses Thema Privatheit? Und zu dem Thema haben wir vor einigen Jahren eine Fragebogenstudie durchgeführt, die uns vielleicht im Detail doch ein wenig überrascht hat. Zum einen hat es natürlich erstmal aufgezeigt, dass es wirklich ein multidimensionales, komplexes Konzept ist. Jeder versteht Privacy oder Privatheit etwas anders. Aber es gibt da bestimmte interessante Nuancen. Zum Beispiel hat uns sehr überrascht, dass Individuen auf der einen Seite sehr stark einer Definition von Privatsphäre zustimmen, die im Endeffekt mit Kontrolle über die eigenen Informationen gleichgesetzt wird. Aber auf der anderen Seite lehnen sie weitestgehend eine Definition ab, die dann auch diese Datenströme mit monetären Ausgleich sozusagen gleichsetzt. Also auf der einen Seite möchten die Datenströme kontrolliert werden, aber für die Datenströme eine gewisse Kompensation zu erfahren, ist dann wiederum nicht etwas, mit dem sich Menschen anfreunden können. Das spiegelt sich vielleicht auch in unserer Selbstwahrnehmung wieder, aber natürlich von der Perspektive eines Ökonomen ist das dann doch relativ interessant, weil wir natürlich unsere Datenströme trotzdem im Endeffekt dann kostenlos für Unternehmen zur Verfügung stellen. Was das Konzept dann natürlich von der Unternehmensperspektive schwieriger macht, ist, dass auch viele andere Definitionen dort mit hineinspielen. Und hier sind die zwei Mittelpunkte, dass Menschen eben Privatheit auch als einen Ausdruck der Menschenwürde auffassen. Oder als eine Möglichkeit, sich frei zu entwickeln im Internet oder in Offline-Szenarios und so weiter und so fort. Wir haben also relativ technokratische Definitionen auf der einen Seite, Kontrolle, monetäre Flüsse und auf der anderen Seite eben etwas weichere Definitionen, die nichtsdestotrotz extrem wichtig sind für die Entwicklung des Einzelnen in unserer Gesellschaft. Wie verbindet man das alles in einer modernen Welt, in der Daten eben eine viel größere Relevanz haben für Unternehmensprozesse oder Prozesse ganz generell? Auf der rechten Seite habe ich eine einfache Schematik aufgezeigt, die uns vielleicht auch so ein bisschen leiten kann für den Rest des Vortrages. Und dort geht es im Endeffekt darum, als Gesellschaft oder auch als Einzelner, was erwarten wir eigentlich oder wo ist für uns der Happy Spot, wo wir denken, dass wir den richtigen Betrag an Privatheit aufgeben oder in dem richtigen Maße uns beteiligen am Internet. Und wahrscheinlich können wir relativ einfach zwei Extrempunkte ausmachen. Wir wollen nicht in einer Welt leben, in der keiner irgendwas über sich preisgibt. Das ist relativ uninteressant. Wir würden alle wie Roboter nebeneinander herlaufen. Auf der anderen Seite in einer Welt, wo jeder alles über jeden weiß, das ist vielleicht auch nicht die erstrebenswerte Welt. Aber die Krux ist für juristische Regularien oder Selbstregulierung im Internet oder auch für unsere Selbstwahrnehmung, wo ist denn eigentlich dann der Punkt, wo wir uns relativ wohlfühlen, wo wir uns auch als Gesamtheit, als Gesellschaft gerne wiederfinden? Und das ist eine relativ schwierige Frage, mit der wir uns jetzt über die letzten Jahrzehnte schon beschäftigen, wenn es darum geht, eben Regeln für das Internet in Bezug auf Privatheit zu schaffen. So, nachdem ich die Definition etwas besser beleuchtet habe, wollte ich am besten damit anfangen, vielleicht mal zu schauen, was sind denn so diese vielleicht jetzt leicht angestaubten sozialwissenschaftlichen Theorien, wenn es um Privatheit geht und inwieweit spiegeln die sich dann in der jetzigen Wirklichkeit und Tatsächlichkeit des Internets wieder. Und man kommt nicht umhin, zum Beispiel auf eine Theorie zu zeigen, die jetzt schon über 100 Jahre alt ist, das Right to be left alone, das Recht, alleine gelassen zu werden. Und es ist wahrscheinlich einigen von Ihnen bekannt, insbesondere hier in der Law School, da es ein Artikel war, der im Harvard Law Review im Jahr 1890 publiziert wurde. Und dort haben sich Warren und Brandeis darüber echauffiert, dass neue Technologien solch einen Eindruck oder solch eine Intrusion sind in das persönliche Leben von Menschen, dass es einfach unerträglich ist. Und was war diese neue Technologie? Einige von Ihnen wissen es wahrscheinlich. Es war der Umschwung von dieser alten Fotografie, wo man starr dastehen musste für eine Sekunde, zu einer etwas mobileren Variante, wo der Fotograf dann doch relativ schnell durch das Abdecken der Kameralinse und sehr schnell ist wieder zudecken, dann trotzdem ein vernünftiges Bild erlangen konnte. Und das wurde als eine solche Intrusion wahrgenommen, die dann diese Herren dazu gebracht hat, eben zu postulieren, dass wir eben auch einen Raum brauchen, um alleine gelassen zu werden.
Vielleicht etwas näher an der Tatsächlichkeit von modernen sozialen Netzwerken ist eine zweite Theorie, die Regulierung von persönlichen Grenzen von Altmann, the Boundary Negotiation. Und hier geht es eher darum, wenn wir mit anderen Leuten interagieren, wie machen wir der anderen Person bewusst und wie kommunizieren wir im Endeffekt, welche Bedürfnisse wir haben bezüglich Privatheit. Und wie gesagt, das ist sicherlich eine Theorie, die ein bisschen mehr Anklang findet jetzt in der Tatsächlichkeit von sozialen Netzwerken. Die Frage ist, egal ob man zum Beispiel eine Theorie wie das Right to be Left Alone oder hier die Boundary Regulation sozusagen als Anfangspunkt nimmt, besteht natürlich die Frage, inwieweit sind wir überhaupt noch in der Situation oder haben die Möglichkeit, solche Theorien eigentlich in die Praxis umzusetzen? Kann man auch alleine sein im Internet? Kann man individuell seine Grenzen verhandeln mit anderen, wenn man sich auf sozialen Netzwerken befindet oder in sonstigen Online-Szenarios? Natürlich gibt es da einige Gegenströme, denen wir uns bewusst sind und sicherlich ist jeden von uns gewahr, dieser Ausdruck, der im World Economic Forum vor einigen Jahren popularisiert wurde, dass Daten dieses neue Öl des neuen Jahrtausends sind. Das zeigt eben wieder auf diesen Konflikt, den ich schon auf der ersten Folie gezeigt habe, dass eben wir auf der einen Seite vielleicht etwas schwierig zu realisierende Gedanken haben bezüglich unserer Privatheit, auf der anderen Seite relativ konkrete Vorstellungen auf der Unternehmensseite sind oder von Organisationen generell, wie solche Daten schlussendlich monetarisiert und für Geschäftszwecke genutzt werden können. Ursprünglich kam dieser Ausspruch von Miglena Kuneva, weiß jemand, wer das ist? Interessanterweise war das zu der Zeit die EU-Kommissarin für Verbraucherschutz. Wenn man sich diesen Artikel durchliest, wo sie auch dieses Postulat gemacht hat über das neue Öl des 21. Jahrhunderts, findet man auch diesen Satz: Consumer rights must adapt to technology, not be crushed by it. Das klingt ja alles erstmal nicht ganz unvernünftig. Natürlich wollen wir nicht, dass neue Technologien unsere neuen Gesetze, insbesondere jetzt zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung, einfach in den Boden stampfen. Andererseits heißt es natürlich auch, zum gewissen Grade, wir müssen uns anpassen. Ja? Wir wollen nicht, dass Technologien die Gesetze sozusagen in den Boden stampfen, aber schlussendlich gibt es doch einen gewissen Anpassungsprozess. Wie soll das im Einzelnen aussehen? Wie bereitet uns die Datenschutzgrundverordnung eben auf die neuen Technologien vor, mit denen wir jetzt in den nächsten Jahren präsentiert werden? Das ist natürlich noch etwas Kaffeesatzleserei, aber in den USA zum Beispiel gibt es einen interessanten Denkansatz, der dort schon vor Jahrzehnten eingeführt wurde, und das ist dieser Standard für die vernünftigen Erwartungen an die Privatheit, Reasonable Privacy Expectations. Das ist ein Test, der im Endeffekt durch verschiedene Prozeduren in Gerichtsurteilen im Endeffekt geschaffen wurde und besteht im Endeffekt aus zwei verschiedenen Teilen. Auf der einen Seite gibt es einen subjektiven Test, auf der anderen Seite einen objektiven Test. Und der subjektive Test bedeutet im Einzelnen, dass man sich fragen soll, ob die Person im Endeffekt ihre Daten so behandelt hat, dass diese noch als privat erachtet werden können. Und das ist eine relativ starke Formulierung, weil zum Beispiel das gleichgesetzt wird mit Unterfragen, wie zum Beispiel, hat die Person diese Daten weitergegeben, hat die Person diese Daten sicher verwahrt? Auf welche Daten trifft das eigentlich noch zu, dass wir sie nie weitergegeben haben, dass wir sie nie in die Obhut eines Unternehmens gegeben haben oder einer anderen Organisation? Das ist sicherlich eine interessante Frage. Aber für mich fast interessanter ist der zweite Teil des Tests, dieser objektive Test. Und der eigentlich besagt, würde die Gesellschaft die Erwartungen einer Person bezüglich Privatheit als vernünftig erachten? Und wiederum, das klingt vielleicht erstmal nicht so unvernünftig, aber wenn man darüber ein bisschen nachdenkt, heißt es ja eigentlich auch, je mehr Wissen wir in der Bevölkerung haben über Technologien, die eigentlich unsere Privatheit unterminieren, desto weniger Erwartungen in unsere Privatheit sollten wir doch haben. Kann man also im Endeffekt in ein Gerichtsverfahren das Argument vorbringen, aber ich habe ja nichts gewusst über Tracking oder ich habe ja nichts gewusst über bestimmte Surveillance Measures und so weiter und so fort.
Nach diesem objektiven Test, je mehr wir darüber wissen, desto weniger können wir uns darüber verteidigen. Gut, das ist natürlich ein anderer Standard, als wir ihn sehen in Europa, aber es ist trotzdem interessant zu sehen, wie verschiedene Ansätze eben in der Welt existieren, um mit diesem Problem der fortschreitenden und verändernden Technologisierung umzugehen. Nun gut, jetzt kann man natürlich die Frage stellen, mal abgesehen von diesem Zwei-Stufen-Test, was sind denn eigentlich vernünftige Erwartungen, wenn es um den Umgang von Privatheit im Internet geht? Und für den Zweck habe ich Ihnen ein kleines Bild mitgebracht, was es vielleicht relativ gut illustriert. Ja, also Privatheit im Internet, so wie es sich jetzt darstellt, ist im Endeffekt schwer zu realisieren. Und ich könnte jetzt viele Beispiele vorbringen, die das im Endeffekt demonstrieren. Ich habe im Endeffekt jetzt zwei Anekdoten mitgebracht. Eine, die im März, April natürlich höchst aktuell war und eben das besagte Tracking, über das ich dann danach kurz kommunizieren werde. Was ist das erste Beispiel, das ich mitgebracht habe, ist natürlich Cambridge Analytica. Und am Beispiel von Cambridge Analytica möchte ich drei Problemfelder aufzeigen, die sich immer und immer wieder im Endeffekt in verschiedenen Privatsphäre-Szenarien aufzeigen. Das erste ist, dass viele Mechanismen zum Austausch von Informationen im Endeffekt komplett verantwortungslos designed und organisiert sind. Und schauen wir uns einfach mal an, wie das bei Cambridge Analytica funktioniert hat oder wie im Endeffekt die Daten zu Cambridge Analytica geworden sind, um diese Verantwortungslosigkeiten etwas besser zu verstehen. Also, in dem Falle von diesen Third-Party-Apps hatten wir die Situation, wo ein Nutzer im Endeffekt vor die Entscheidung gestellt wurde, wenn er an einer App interessiert war, die auf Facebook angeboten wurde, diese zu seinem Profil hinzuzufügen oder nicht zu seinem Profil hinzuzufügen. Wenn man vor diese Entscheidung gestellt wurde, wurde im Endeffekt eine Dialogbox gezeigt, wo auf der linken Seite eine kurze Beschreibung der App angeboten wurde und vielleicht andere Informationen über diesen Provider der App, aber im Regelfall relativ knapp. Und auf der rechten Seite dieser Dialogbox waren diese sogenannten Permissions aufgezeigt. Und das habe ich für die auch weiter hinten im Raum sitzt, etwas aufgeblasen auf der rechten oberen Seite. Und was bei dieser App PicTrends zu beobachten ist, dass zum einen Informationen über den Nutzer selbst abgefragt werden, das ist in der blauen Box zu sehen, zum Beispiel die Fotos des Nutzers und auch die Geburtstagsinformationen des Nutzers und auf der anderen Seite darunter eben Informationen über die Nutzer, mit denen diese Person verbunden ist auf Facebook. In diesem Falle eben Fotos, die andere Nutzer mit dem Nutzer geteilt haben und deren Geburtstagsinformationen. Natürlich ist diese Grenze zwischen diesen zwei Datenkategorien nicht ganz scharf, wie Sie ja sehen, zum Beispiel in der Basic Information des Nutzers ist zum Beispiel schon der gesamte soziale Graph enthalten, mit wem er im Endeffekt auf dem Netzwerk verbandelt ist. So gesehen, selbst in dem Fall, wo man fast überhaupt nichts über dich preisgeben muss, außer eben diese Basic Information, sind eigentlich schon auch Informationen über seine oder ihre Freunde mit enthalten. Nun gut, der Nutzer trifft eine Entscheidung in dem Falle, dass er sagt, ja, ich stimme dem zu, ich werde diese App zu meinem Profil hinzufügen, würde er eben seine eigenen Informationen, wie aufgezeigt in der blauen Box, an diesen Third-Party-Provider weitergeben, aber eben auch die Informationen von allen seinen oder ihren Freunden. Und im Durchschnitt auf Facebook sind das eben zwischen 250 und 300 Personen, die dort von auch betroffen sind. Diese ganzen Daten werden im Endeffekt auf den externen Server von dem App-Provider, oder es besteht zumindest die Möglichkeit, diese Daten dann auf diesen externen Server vom App-Provider zu übertragen. Gut, von meiner Perspektive ist das ein verantwortungsloser Prozess, weil eben ein einzelner Nutzer eine sehr große Vielzahl von Möglichkeiten über andere relativ einfach durch den Klick von einem Button preisgeben kann. Was das natürlich immer noch im Endeffekt überschattet oder verdeckt, ist, dass dort eine enorme Datenkomplexität hinter diesem einen Klick im Endeffekt vorherrscht. Und zu diesem Zwecke habe ich Ihnen einmal aus dem Jahr 2011 mitgebracht, was eigentlich hinter einer Permission an anderen Informationen steht. In diesem Fall ist es die Permission User Photos. Und im Endeffekt hat die nochmal 50 Unterpermissions über alle möglichen anderen Datenkategorien, die mehr oder weniger stark mit User-Fotos verbunden sind. Sachen, die intuitiv sind, wie zum Beispiel der Name des Fotoalbums, die Sortierung der Fotos in diesen verschiedenen Alben,
Aber es geht natürlich darüber hinaus. Es sind die Kommentare, es sind die Likes, es sind die, die Views von den verschiedenen Personen auf diesem Fotoalbum und viele andere Informationen, die wirklich einen viel breiteren Eindruck darüber geben, wie diese Fotos eigentlich von der Person selber und von den Kontakten der Person genutzt werden. Und solche ähnlichen Graphen könnte man für viele andere Datenkategorien eben auch erstellen, die relativ komplex sind. Schlussendlich, und das auch von gewisser Relevanz jetzt bezüglich der Einführung der Datenschutzgrundverordnung, ist, dass häufig solche Mechanismen auch mit einer gewissen manipulierenden Kommunikation einherkommen. Und im Falle von diesen Third-Party-Apps konnte man das zum Beispiel sehen in den Möglichkeiten, die eben die Freunde des Nutzers hatten, diese Teilvorgänge zu beschränken. Und da gibt es zum Beispiel, das ist jetzt ein Beispiel aus dem Jahr 2018, diesen Dialog, der jetzt nicht mehr auf Facebook vorhanden ist und zu dem Zeitpunkt der Hearings vor dem US Congress abgeschaltet wurde. Und im Endeffekt ist das hier die Dialogbox, die, wenn man sie dann jemals gefunden hat oder danach gesucht hat, es ermöglicht hat, einen das Teilen von Informationen durch Freunde sozusagen zu unterbinden. Und dann sind bestimmte Datenkategorien hier aufgezeigt. Wenn man eine jeweilige Checkbox dort uncheckt, konnte man im Endeffekt verhindern, dass ein anderer Nutzer diese bestimmten Informationen preisgibt. Was Sie hier sehen, ist das Default-Setting. Die einzigen zwei Kategorien, die per Default dort nicht angeschaltet waren, war, was man welche Interessen man hat und welche religiösen und politischen Einstellungen man hat. Alles andere war sozusagen erlaubt, automatisch geteilt zu werden von seinen Freunden. Was ich hier an diesem Dialog relativ interessant finde, ist diese relativ unklare und manipulierende Formulierung, wenn es darum geht, zu entscheiden, was hier eigentlich passiert oder zu verstehen, was hier passiert. Und da steht: people on Facebook who can see your info can bring it with them when they use apps. Ich persönlich verstehe diesen Satz nicht genau. Can bring it with them, ist das so eine Art Einkaufstüte oder so? Oder was passiert hier im Einzelnen? Um zu zeigen, dass es wirklich relativ klar ein manipulierender Gedanke ist, schauen wir mal zurück ins Jahr 2011. Da war das nämlich anders formuliert. Da stand: use the settings below to control which of your information is available to application games and websites when your friends use them. Finde ich persönlich eindeutig klarer. Hier ist eindeutig gesagt, wenn deine Freunde Apps benutzen, dann können diese Informationen auch an den Third-Party-Server übertragen werden. 2018 nicht mehr so much. Yeah. Bring it with them. Was man hier auch sieht, ist, dass viele Notice- und Consent-Dialogs immer mit gewissen Grenzen der Kontrolle eigentlich einhergehen. Und das sieht man ein bisschen an dem unteren Teil dieser Dialogbox, wo zum Beispiel gesagt wird: ja, okay, ihr könnt also diese verschiedenen Checkboxen benutzen, aber sollt euch dessen gewahr sein, dass natürlich gewisse Informationskategorien hier überhaupt nicht abgebildet sind. Also ihr könnt zum Beispiel keinen Einfluss darauf nehmen, ob eben zum Beispiel der soziale Graph, also die Liste der Freunde, an Third-Party-Apps weitergegeben wird. Und der einzige Weg, das zu unterbinden, ist, wenn man komplett Third-Party-Apps im Endeffekt ausschaltet auf seinem Profil. Ich weiß gar nicht mal genau, wie das eigentlich geht, aber jedenfalls wird es hier als Möglichkeit angenommen, dass man das machen könnte. Im jeden Fall ist es natürlich eine ganz klare Drohhaltung. Ja? Entweder nimmt man überhaupt nicht an diesem Prozess teil, oder man ist im Endeffekt damit einverstanden, dass doch schon relativ umfangreiche Informationen sowieso in jedem Falle bei der Installation einer App eines Freundes weitergegeben werden. Okay. Steht natürlich immer noch die Frage. Gestern haben wir viel über die Eigenverantwortlichkeit gehört, die wir im Endeffekt aufwenden sollen, wenn wir im Internet interagieren und unsere eigenen Daten schützen sollen. Dementsprechend kann man natürlich die Frage stellen: würden unsere Freunde nicht auf unsere Daten aufpassen? Sind ja schlussendlich unsere Freunde, ja? Die wahrscheinlich unser Wohlergehen am Herzen haben und sicherlich nichts tun würden, was uns verärgern würde. Nun gut, wir haben dazu eine Studie gemacht, die ich jetzt ganz kurz nur zusammenfasse und Ihnen einfach nur die Ergebnisse zeige. Im Endeffekt ging es darum, dass wir Probanden im Endeffekt in die Situation gebracht haben, wo sie eben Entscheidungen über verschiedene Versionen einer App treffen mussten. Und im Endeffekt haben wir sie nur gefragt, zu entscheiden, welche Version einer App sie präferieren würden. Und der Hauptunterschied zwischen diesen verschiedenen App-Versionen war im Endeffekt, wie viele Informationen über einen selbst erfragt werden
und vergleicht dazu, wie viele Informationen über die Freunde erfragt werden. Und über ein paar statistische Analysen ermöglicht es uns im Endeffekt dann eine relative Wertschätzung zu ermitteln zwischen, wie man im Endeffekt seine eigenen Daten wahrnimmt im Vergleich dazu, wie man die Daten von seinen Freunden wahrnimmt. Außerdem in unseren App-Versionen hatten wir auch immer eine Preisdimension dabei. Wie teuer ist die App? Kostet sie etwas? Kostet sie gar nichts? Und diese Preisdimension erlaubt es dann uns auch, diese Wertschätzung dann sogar in die monetäre Dimension zu übersetzen. Gut, was haben wir gefunden? Schön in Rot, Blau und Purple sehen wir im Endeffekt hier drei Kategorien. Die Unterscheidung auf der X-Achse sind im Endeffekt die Komplexität der Informationen. Auf der einen Seite, wie wichtig sind im Endeffekt diese Basic-Informationen, die Standard-Informationen, im Vergleich zu den etwas komplexeren Informationen, wie zum Beispiel Fotos. Und wenn man beide Sachen aufaddiert, kommt man zu dem Punkt alle Informationen. Und die drei Balken für jede von diesen Informationskategorien, die man dort sieht oder vielleicht nicht so gut sieht, dazu komme ich gleich, sind im Endeffekt die eigenen Daten, das ist der rote Balken, die Daten von allen seinen Freunden sind der blaue Balken und der Purple Balken sind die Daten von einem einzelnen Freund. Okay, was sehen wir hier? Zum einen sehen wir, dass unsere Durchschnittsperson, die an den Experiment teilgenommen hat, seine eigenen Daten als wichtiger einschätzt als die Daten von allen Freunden zusammen. Das ist auch statistisch signifikant. Wir haben auch gefragt, jeden Einzelnen, wie viele Freunde er eigentlich auf seiner Facebook-Seite hat. Und das ergibt dann diesen Purple-Balken, wo wir im Endeffekt den blauen Balken durch die Anzahl der Freunde dividiert haben. Und was im Endeffekt dann die Wertschätzung eines einzelnen Durchschnittsfreundes auf der Plattform wert gibt. Und man sieht da schön diesen kleinen Kommentar. Wenn man das im Endeffekt durchrechnet, dann sind die gesamten Informationen eines Durchschnittsfreundes auf Facebook gemessen nach unserer Methodology ungefähr 3 Cent wert. Ist nicht so viel. Ich habe kein Facebook-Profil, aber wenn mich jemand fragen würde, ob er meine Daten für 3 Cent an irgendeinen x-beliebigen externen Developer weitergeben könnte, würde ich wahrscheinlich sagen, besser nicht. Würde mir nicht so gefallen. Überlegst du nochmal, nimm eine andere App, die diese Informationen nicht abfragt. Ist natürlich etwas bedenklich. Gut, wenn wir uns diese verschiedenen Findings im Endeffekt anschauen, ergeben sich halt mindestens 2 verschiedene Fragen. Was machen wir mit diesen fahrlässigen Designs? Auf der einen Seite hilft zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung, diese verschiedenen Designs im Endeffekt zu unterbinden. Und die Antwort ist vielleicht, aber was in der kürzeren Vergangenheit passiert ist, lehrt einem vielleicht etwas anderes. Zum Beispiel bei der Einführung der neuen Terms of Services auf der Facebook-Seite gab es anscheinend auch wieder eine interessante Design-Manipulation von Facebook, wo selbst wenn man zum Beispiel keine Benachrichtigung von Freunden etc. gerade in seinem Postfach hatte, trotzdem dort kleine Warnzeichen angezeigt wurden in der oberen rechten Ecke von dem Facebook-Fenster mit der Intention, dass man natürlich besonders schnell durch die neuen Terms and Services durchklickt, weil man ja an seine Nachrichten ran will, die andere Leute da anscheinend gerade hinterlassen haben. Dort gibt es jetzt auch gerade schon wieder eine Beschwerde bei der EU über dieses Verhalten. Die zweite Frage, was machen wir mit diesem Privatsphäre-Egoismus, den wir hier im Endeffekt beobachten können? Ist das etwas, was wir angehen können? Die Diskussion gestern im Panel hat ja gewisserweise angemerkt, dass es wünschenswert wäre, wenn wir besser auf unsere Daten Acht geben würden. Hier, das ist noch komplizierter, geben wir Acht auf die Daten von unseren Freunden, von unseren Familienmitgliedern etc. Und die Antwort ist anscheinend nicht so sehr. Das zweite Problemfeld, wo ich nur relativ schnell durchgehen möchte, ist das Problemfeld von Tracking. Ich habe vergessen, ich hatte noch eine Folie. Eine interessante Nebenanekdote sind natürlich, wenn man sich die Hearings von Mark Zuckerberg anschaut oder durchliest, die Protokolle davon und alle möglichen anderen Meinungsäußerungen, die später geäußert wurden, findet man schon einige interessante Aussagen. Hier zum Beispiel von Alexander Kogan, der diese App programmiert hat, über die dann schlussendlich die Daten
zu Facebook Analytica gewandert sind. Und er sagte zum Beispiel in einem Interview jetzt im Jahr 2018, um die Zeit rum, um die Hearings, dass I think that the core idea we had, that everybody knows and nobody cares, was wrong. For that I'm sincerely sorry. Sie haben ja im Endeffekt schon dieses Selbstverständnis von Developers, die eben in dieser Datenökonomie arbeiten, die eben sagen, naja, die Nutzer wollen es ja nicht anders, oder zumindest bestehen sie nicht darauf, dass es anders gemacht wird. Ja? Und der zweite Punkt ist auch so interessant, dass es im Endeffekt ein normativer Grundgedanke ist in dieser gesamten Community. The belief in Silicon Valley and certainly our belief at that point was that the general public must be aware that their data is being sold and shared and used to advertise to them. Ob das nun dieses bestimmte Verhalten entschuldigt oder erklärt, sei nun dahingestellt, aber es zeigt wiederum auf, was im Endeffekt der Grundgedanke in dieser Ökonomie ist. Das Endergebnis kennen wir alle, knapp 300.000 Leute haben diese App installiert und schlussendlich bis zu 87 Millionen Menschen hatten ihre Daten extrahiert zu einem externen Server. Alright. Online-Tagging, habe ich gesagt, wollte ich nur sehr kurz drüber sprechen. Es gibt sicherlich hier auch diverse Problemfelder, über die man ohne weiteres ein oder zwei Stunden diskutieren könnte. Ich will einfach nur drei Punkte kurz aufzeigen. Zum einen ist es sicherlich überraschend, wie umfangreich Tracking heutzutage ist. Hier sehen wir zum Beispiel eine Studie, die von Mitgliedern der Federal Trade Commission letztes Jahr publiziert wurde. Und dort kann man ganz gut sehen, wie viele verschiedene Trackers eigentlich auf Durchschnittswebseiten präsent sind. Und das geht bis über 120 verschiedene Tracker auf einer News-Webseite. Aber wie Sie erkennen, wahrscheinlich viele prominente Webseiten, zumindest im US-Kontext, und mit wie vielen Trackern diese assoziiert sind. Die Zahlen sind natürlich sicherlich überraschend. Was macht man dagegen? Man kann Technologien anwenden, aber schlussendlich ist diese Gewalt dieser Informationsökonomie sicherlich überraschend. Was hinzukommt, ist, dass Tracking ja nicht nur in einem Browserprofil oder auf einem Gerät stattfindet, sondern im Endeffekt jetzt verschiedene Geräte miteinander verbindet. Das ist auch noch viel schwieriger zu messen. Die Herren von der Federal Trade Commission haben das auch versucht darzustellen. Es ist aber sehr schwierig, weil dort viele Verbindungen von den Daten natürlich hinter den Kulissen geknüpft werden und es sehr schwer ist festzustellen, welche Daten von welchen Geräten werden jetzt eigentlich miteinander kombiniert. Der dritte Punkt, das ist, habe ich jetzt schon angedeutet, ist die Zusammenführung von Daten. Und das geht natürlich sogar über Online-Geräte hinaus. Hier haben wir zum Beispiel eine kurze Werbebotschaft vom Google Attribution, wo es eben möglich ist, Online-Aktivitäten, Cross-Device-Aktivitäten, diverse Werbemaßnahmen von beteiligten Geschäften, Online- und Offline-Conversions und viele andere Datenkategorien zusammenzufassen und darauf eben wieder neue Werbekampagnen und Informationskampagnen aufzubauen. Konsumenten lehnen solche Datensammlungen und den Nutzen von solchen zusammengeführten Daten schlussendlich hauptsächlich ab. Hier ist zum Beispiel eine Studie aus den USA, wo man die Nutzer befragt hat, wie sie im Endeffekt reagieren würden, wenn sie in drei verschiedene Situationen gestellt wurden, wenn Werbung auf sie zugeschnitten sind, wenn Preisreduzierungen ihnen angeboten werden und wenn Nachrichtenbeiträge auf sie zugeschnitten sind. Und dort haben sie dann nochmal drei Unterkategorien abgefragt. Wenn dieses Zuschneiden von den Informationskanälen darauf basiert, was man auf einer bestimmten Webseite gemacht hat und dort auf dieser Webseite die Informationen auch zugeschnitten werden, wenn es darum geht, was man auf anderen Webseiten gemacht hat, aber dann auf der jetzigen Webseite die Informationen darauf basierend zugeschnitten werden und was man offline gemacht hat. Und was man natürlich sehen kann, über alle diese verschiedenen Szenarios besteht eine große Ablehnungshaltung. Natürlich, wenn man sich den mittleren Block anguckt, wenn man den Nutzer etwas gibt, im Sinne von Preisreduzierung ist die Akzeptanz doch etwas höher. Ja, bitte? Das weiß ich nicht, das war aber eine repräsentative Studie durchgeführt von Berkeley und dem Unberg Center und dementsprechend gehe ich davon aus, dass es wirklich ein repräsentativer Querschnitt von der US-Bevölkerung war. Stellt sich natürlich die Frage, was sagen die Deutschen dazu?
Ich habe nicht eine Studie gefunden, die genau dieselben Fragen stellt, aber das wäre ja auch langweilig, weil das Ergebnis wahrscheinlich relativ ähnlich wäre. Eine andere Studie, die ich gefunden habe, ist vom Statistischen Bundesamt, die letztes Jahr publiziert wurde. Und das hat mein Interesse geweckt, gerade wegen diesem Punkt, den ich da rot unterstrichen habe, wo gesagt wurde, dass etwa die Hälfte der Deutschen es nicht zulassen, dass ihre Daten für zielgerichtete Werbung genutzt werden. Wow, dachte ich, das ist erstaunlich. Habe mich dann durch diesen 150-seitigen Report durchgewälzt, was sie denn da gemeint haben könnten. Und ich habe da ein paar interessante Informationen auf der rechten Seite zusammengefasst. Vielleicht die guten Nachrichten sind, dass knapp 80% der Deutschen schon in irgendeiner Art und Weise aktiv sind, wenn es darum geht, ihre Privatheit zu schützen. Vielleicht mehr oder weniger wichtig, 43% der Deutschen haben angegeben, dass sie zumindest hin und wieder Datenschutzerklärungen lesen. Was wahrscheinlich der Ursprung der Aussage auf der linken Seite ist, ist der mittlere Punkt, dass eben Browser-Einstellungen bezüglich Cookies von knapp 50% der Nutzer geändert wurden. Im Hinblick auf was ich Ihnen gerade gezeigt habe über Tracking, ist es natürlich komplett ungenügend, weil diese verschiedensten Tracking-Verfahren wirklich über diese klassischen Cookies komplett hinausgehen und im Endeffekt wirklich zielgerichtete Werbung in keiner Art und Weise effektiv unterbinden. Relevanter ist natürlich die Nutzung von anspruchsvoller Anti-Tracking-Software, was immerhin knapp 20% der Deutschen angegeben haben, dass sie das tatsächlich tun. Hier möchte ich mich ein bisschen beschneiden. Ich könnte natürlich noch weitergehen mit anderen Szenarien. Zum Beispiel, wir arbeiten auch an der Privatheit von genetischen Daten, weitere Themen von Privatheit in sozialen Netzwerken, Privatheit am Arbeitsplatz und so weiter und so fort. All diese Szenarien sind sehr interessant und haben ähnlich komplexe Sachverhalte, die man im Endeffekt besser verstehen wird. Die Frage, die sich natürlich dann auch äußert, und das war auch interessant im Hinblick auf die Panel-Diskussion, die wir gestern hatten, ist, was ist denn eigentlich die Sichtweise der deutschen Politik? Auf der anderen Seite kann man wahrscheinlich Zitate finden, die darauf hinweisen, dass der Schutz der Privatsphäre sehr wichtig ist. Hier habe ich ein Zitat von Angela Merkel vom Januar des letzten Jahres mal mitgebracht, was ein bisschen in eine andere Richtung zeigt und sicherlich eine gute Diskussionsgrundlage ist. Und dort sagt sie, Datensparsamkeit mag für einzelne Bereiche richtig sein, aber die Wertschöpfung der Zukunft, die besteht nicht mehr darin, dass man besonders wenig Daten hat, sondern dass man aus besonders vielen Daten möglichst auch interessante Schlussfolgerungen und Anwendungen schafft. Und da müssen wir an vielen Stellen in Deutschland sicherlich noch ein Stück weit umdenken. Die Presse am nächsten Tag hatte eine interessante Reaktion. Merkel sagt, Deutschland droht, digitales Entwicklungsland zu werden, was wieder eine Nachricht war, die mein Interesse geweckt hat. Tatsächlich hat sie das auch gesagt in dieser langen, anderthalbstündigen Rede, da ging es aber allerdings um E-Government. Das Zitat, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, finde ich allerdings viel interessanter, weil es im Endeffekt wirklich diese Problematik von der Sichtweise eines Politikers aufzeigt, wie reguliert man im Endeffekt einen Bereich, wo der Schutz der Privatsphäre der deutschen Bürger am Herzen liegt, aber auf der anderen Seite natürlich solche Kurven ständig vor die Nase gehalten werden. Das Wachstum der deutschen Industrie, wie man das im unteren Teil sieht, ist so um die 2% vom Bruttoinlandsprodukt, von der Perspektive des Bruttoinlandsprodukts, aber wenn man sich das Wachstum in der IT-Industrie anschaut, sieht man natürlich eine ganz andere Tendenz. Je nachdem, welchen Consultant man da befragt, sind die Wachstumswerte halt um ein Vielfaches höher, als was wir beim Bruttoinlandsprodukt haben. Ist egal, wie man auf die Daten schaut, das Ergebnis ist relativ ähnlich. Vielleicht eine kleine Nuance, die man noch einbringen kann, ist da bei dem roten Pfeil. Das Wachstum kommt eher nicht aus Investitionen in Infrastruktur, Hardware etc., sondern wirklich eher in Investitionen und Wachstum im Bereich von datenintensiven Anwendungen etc. Und hinter diesem Hintergrund kann man das natürlich verstehen, wenn ein Politiker eben eine Balance finden möchte zwischen Datenschutz auf der einen Seite, aber eben den Nutzen sozusagen für die Bevölkerung schaffen durch das Wachstum in diesen IT-bezogenen Bereichen. Wie geht man damit um in der Praxis? Die Diskussion ist meistens nicht so offen geführt, dementsprechend ist es immer schwer nachzuvollziehen, wo jetzt wirklich die genauen Prioritäten liegen. Schlussendlich gibt es halt viele verschiedene Szenarien, in dessen Richtung wir uns bewegen können. Eine Blickrichtung wäre zum Beispiel, wie groß könnte Deutschlands Stück vom Big Data Kuchen sein ohne Datensparsamkeit? Würde es einen Unterschied machen, wenn wir im Endeffekt Datenschutzrichtlinien jetzt so late in the game einfach abschaffen würden?
Könnten wir dann mit Silicon Valley, könnten wir dann mit China konkurrieren oder ist das alles ein illusorischer Pipedream? Auf der anderen Seite, was auch gestern teilweise angesprochen wurde, ist, könnte man natürlich sagen, naja, vielleicht könnte eben Datenschutz made in Europe oder made in Germany doch mittelfristig oder langfristig ein Erfolgskonzept sein. Aber wie setzt man das im Einzelnen nun wirklich um? Das ist natürlich sicherlich sehr kompliziert. Ich würde es nicht weiter diskutieren, vielleicht haben wir auch etwas Zeit am Ende des Vortrages. Gegeben diese verschiedenen Beobachtungen, wie gehen wir jetzt als Nutzer eigentlich damit um? Auf der einen Seite gibt es sicherlich verschiedene Einflüsse, die wir selbst als Nutzer sozusagen in diesen Spielraum einbringen können. Einige von uns praktizieren verschiedene Formen von Enthaltsamkeit auf dem Internet, haben keine Accounts auf sozialen Netzwerken, benutzen keine modernen Mobiltelefone oder ohne Datenrate und so weiter und so fort. Man kann in gewisser Form sich von dieser Datenökonomie distanzieren, was natürlich gewisse Vorteile und Nachteile mit sich bringt und sicherlich nicht das Winning-Konzept für die breite Masse der Bevölkerung ist. Man kann auch verschiedene Privacy-Enhancing oder Privacy-Enabling-Technologies anwenden. Es wurde auch teilweise gestern diskutiert. Wir haben auch die Daten vom Statistischen Bundesamt vorhin gesehen. Es ist sicherlich ein Weg, den eine gewisse Prozentzahl der Deutschen auch beschreiten, aber was natürlich auch gewisse Grenzen hat, wenn man sich eben auf dieses Spielfeld gewinnt, zwischen dem Katz-und-Maus-Spiel, zwischen den datengetriebenen Unternehmen und diesen Technikern und Unternehmen, die einem im Endeffekt diese PETs zur Verfügung stellen. Auf der anderen Seite, und das wurde gestern auch angesprochen, haben wir denn eigentlich als Gruppe, als Masse, als Bürger gewisse Einflussfaktoren, die wir eben ergreifen können, um eben Einfluss auf diese Datenökonomie zu nehmen. Das ist sicherlich die Hoffnung, auch im Sinne der neuen Datenschutzgrundverordnung, wie es eben gestern auch diskutiert wurde, dass sich eben die Bürger oder zumindest Vertreter der Bürger in diesen Dialog einbringen und zum Beispiel auf Fehlverhalten von verschiedenen Unternehmen hinweisen. Ich habe zum Abschluss ein interessantes, man könnte fast jetzt sagen, historisches Beispiel mitgebracht, was vielleicht illustriert, wie man es nicht machen sollte. Hier geht es wiederum um Facebook. Überraschung, Überraschung. Vielleicht kurz als Einleitung, die ursprüngliche Vision vielleicht von sozialen Netzwerken oder Online-Social-Networken. Meine Ex-Studienkollegin Dana Boyd war zum Beispiel fasziniert von der Idee dieser Network Publics, dass es eben öffentliche Räume im Internet gibt, wo wir uns treffen können, wo wir meaningful discourse haben können, ja, wo wir uns miteinander austauschen können, ohne besondere Befürchtungen des Missbrauchs unserer Informationen und unserer Interaktion. Dummerweise sind diese Network Publics halt heutzutage hauptsächlich unter der Kontrolle von privatwirtschaftlichen Unternehmen, was natürlich den Einfluss hat, den wir jetzt von verschiedenen Perspektiven beobachten. Können wir dann im Endeffekt in diesen Business Network Publics oder Network Businesses überhaupt erwarten, dass sie eigentlich unsere Interessen zu einem gewissen Grade wahrnehmen oder zumindest auf uns hören? Es gibt sicherlich zahlreiche Gründe zu sagen oder zu hoffen oder zu glauben, dass man da pessimistisch sein sollte, aber es gab eine interessante Anekdote auf Facebook zwischen 2009 und 2012, wo sich Folgendes abgespielt hat. Mal wieder frisch von einem Datenskandal hat Mark Zuckerberg im Februar 2009 vorgeschlagen, dass es ja vernünftig wäre, wenn eben Nutzer in der Zukunft auch ein Mitspracherecht haben könnten. Erinnert sich jemand im Raum an diese Zeit? Ja. Okay, die Idee war, dass jedes Mal, wenn Facebook im Endeffekt neue Datenschutzstandards oder diese verschiedenen Terms of Services im Endeffekt vorbereitet hat und kurz davor ist, diese im Endeffekt live zu bringen, dass im Endeffekt Nutzer sich einbringen können und sogar darüber abstimmen können. Die Regeln waren wie folgt. Die Idee war, dass es zu einer Abstimmung kommt, wenn im Endeffekt 7000 Kommentare auf der Facebook-Governance-Site im Endeffekt abgegeben wurden von Facebook-Nutzern
und in einer darauf folgenden Abstimmung dann mindestens 30% der aktiven Nutzer von Facebook daran teilnehmen. Wenn diese zwei Konditionen eintreffen, dann wäre die Meinung der Abstimmenden dann bindend auch für das Unternehmen. Okay. Und dort unten rechts kann man auch so schön sehen, wie im Endeffekt die Vision ist. Es ist wichtig, dass man sich eben in diesen Prozess einbringt von der Perspektive von Facebook und dass es eben der nächste Schritt ist towards meaningful governance. Alright. Abstimmung Nummer 1 im Jahr 2009 ging es eben auch um die Einführung einer neuen von diesen Facebook Principles und einem neuen Statement of Rights and Responsibilities, aber eben auch um die Einführung dieses Abstimmungsverfahren. Da unten sieht man jetzt diesen Display, wie er im Endeffekt angeboten wurde, wo man zwischen diesen zwei Versionen dann wählen konnte, im Endeffekt den alten Status Quo oder eben dieses neue Paket von Regelungen. Und was denken Sie, was das Ergebnis war? Ich mache das jetzt so ein bisschen häppchenweise. So ganz am Anfang, nach 2.500 abgegebenen Stimmen, waren 70% der Wähler für diese neuen Datenschutzstandards und das Recht, im Endeffekt eine Wahl durchzuführen, und 30% waren dagegen. Das Endergebnis sah dann so aus, das sehen wir auf der rechten Seite. Eben für den alten Status Quo war eine Minderheit der Wähler, für die neuen Policies war eben dementsprechend eine Mehrheit der Wähler, aber insgesamt die Total Votes, und das sieht man dann hier links bei den fehlenden Balken, war natürlich eindeutig weniger als 2/3 von den aktiven Facebook-Nutzern zu der gegebenen Zeit. Ja? Weniger als 1 Million Nutzer haben an der Wahl teilgenommen. Insgesamt gab es zu dem Zeitpunkt um die 200 Millionen Facebook-Nutzer. Das ist natürlich, das Ziel war weit verfehlt. In den Jahren 2009 bis 2011 gab es wieder verschiedene Veränderungen der Datenschutzrichtlinien auf Facebook, aber zu keinem Zeitpunkt wurden diese 7000 Kommentare erreicht, die dann ein Abstimmungsverfahren im Endeffekt ausgelöst hätten. Schlussendlich im Jahr 2012, im Juni 2012, traf es dann wieder ein, dass tatsächlich genug Kommentare bei einer solchen Änderung im Endeffekt auf der Webseite kommuniziert wurden. Es ging um verschiedene neue Regeln. Ich glaube, die Einführung von verschiedenen Verfahren bezüglich den Third-Party-Apps und wie Informationen bezüglich Targeted Advertisement behandelt wurden. Das Ergebnis ist etwas anders. In diesem Falle war die überwältigende Mehrheit gegen diese neuen Regeln, eben gegen die Einführung von diesen neuen Maßnahmen bezüglich Werbung und Third-Party-Apps. Im Endeffekt um die 90% sagten, nee, wir bleiben lieber bei den alten Regeln. Insgesamt hatten 340.000 Leute abgestimmt. Zu der Zeit waren über 900 Millionen Nutzer schon aktiv auf der Facebook-Plattform. Das Endergebnis war im Endeffekt, dass die überwiegende Mehrheit der Nutzer, die daran teilgenommen haben, diese neuen Regeln ablehnen, Facebook sie trotzdem anwendet, weil eben nicht dieses 30%-Quorum erreicht wurde. Abstimmung Nummer 3 erfolgte dann auch im Jahr 2012. 20.000 Kommentare haben eine Abstimmung erzwungen. Das Thema war die Abschaffung des Abstimmungsverfahrens. Wie hat das im Endeffekt Facebook argumentiert? Sie sagt, naja, also das hat sich jetzt nicht sehr produktiv erwiesen. Insbesondere die Qualität der Kommentare, die wir erhalten, sind nicht zufriedenstellend von unserer Perspektive. Wir würden das Verfahren lieber abschaffen. Die Presse hat darauf natürlich interessanterweise reagiert und sagt, naja, hier haben wir jetzt endlich mal die Möglichkeit zu wählen, ihre Rechte sozusagen abzuschaffen. Ein bisschen tragisch, das ist normalerweise nicht ein typisches Wahlverfahren, außer vielleicht in Autokraten-Ländern. Das Resultat ist ähnlich wie in der Abstimmung Nummer 2. Die überwältigende Mehrheit sagt, nein, wir wollen das Wahlverfahren nicht abschaffen und andere Änderungen an den Datenschutzstandards einführen. Wiederum war die Zahl von 30% der aktiven Nutzer, was man auf der linken Seite sieht, definitiv nicht erreicht. Das Ergebnis ist, Facebook übernimmt die neuen Regeln, das Wahlverfahren ist abgeschafft. Jetzt kommen wir ein bisschen wieder zurück zu der Frage, die ich am Anfang hatte. Wer wusste denn eigentlich davon? Und ich glaube, zwei Leute haben den Finger gehoben. Wie kann das sein? Wahrscheinlich ist die Anzahl der Facebook-Nutzer, die schon im Jahr 2012 Facebook genutzt haben, doch etwas höher als zwei Leute in diesem Raum. Ne?
Wie kann das sein? Ja? Außerdem wurden im Endeffekt diese Wahlergebnisse doch relativ breit in der Presse diskutiert. Vote ends on privacy changes for good und so weiter und so fort. Wie kam es eben dazu, dass dieses Verfahren einen relativ geringen Bekanntheitsgrad hatten? Und da kommen wir eben wieder auf diese Frage der Manipulation oder geschickten Informationskommunikation zurück. Zum einen wurden zum Beispiel das letzte Wahlverfahren während der Thanksgiving-Woche durchgeführt, wo zumindest Amerikaner meistens etwas Besseres zu tun haben, als über Datenschutzstandards nachzudenken. Die Zeit, seine Stimme abzugeben, war auch relativ kurz. Die Informationen waren extrem schlecht verbreitet. Es gab anscheinend inkonsistente E-Mail-Versand. Die E-Mails sind dann nur in den Spam-Boxen der Nutzer häufig gelandet. Es gab keinerlei Informationen auf der Timeline von den Nutzern. Im Endeffekt hat man diese Informationen nur wirklich objektiv zugestellt bekommen, wenn man ein Fan der Data Governance Page war. Wer von Ihnen ist Fan der Facebook Data Governance Page? Schon mal drüber nachgedacht, ein Fan davon zu werden? Machen wahrscheinlich die wenigsten, ist vielleicht nicht der beste Weg, solche Informationen zu kommunizieren. Pikanterweise hat Facebook nicht unbedingt immer solche relativ amateurhaften Strategien angewendet, um eben Wahlen prominenter dem Nutzer nahezuführen. Zum Beispiel während der 2010 Election Periods in den USA haben sie ein Experiment auf der Plattform durchgeführt, wo sie im Endeffekt sich im Nachhinein damit gebrüstet haben, dass ihre Mechanismen, um eben Leute dazu zu bringen, tatsächlich an der Wahl teilzunehmen, tatsächlich einen positiven, statistisch signifikanten Effekt hatten. Keine von diesen Strategien wurde bei ihren eigenen Wahlverfahren angewendet. Natürlich gibt es auch weitere Gründe, die zum Scheitern dieses Verfahrens geführt haben. Natürlich waren hier auch die Unverständlichkeit im Endeffekt dieser verschiedenen Änderungsvorhaben ein Hauptgrund, warum Nutzer im Endeffekt auch nicht richtig wussten, wie sie daran teilnehmen sollen. Es gab eben nur diese Take-it-or-leave-it-Sache, schwarz oder weiß, man nimmt es an oder nicht, obwohl im Endeffekt unter Umständen auch ein differenzierterer Approach so in Form einer Verhandlung vielleicht zu näheren Zielen geführt hätte und so weiter und so fort. Interessanterweise waren auch teilweise wirklich signifikante Änderungen der Facebook-Plattform, wie zum Beispiel die Einführung der Timeline, was zum Beispiel auch ein höheres Interesse von den Nutzern nach sich gezogen hatte, auch nicht Teil dieses Verfahrens. Ein paar Diskussionsthemen vielleicht für diesen Teil des Vortrages. Kann man im Endeffekt davon ausgehen, dass datengetriebene Unternehmen überhaupt solche partizipatorischen Verfahren sinnhaft einführen können und erfolgreich durchführen können? Oder ist es generell eine komplette Schnapsidee? Passt es im Endeffekt zu den Unternehmensphilosophien dieser Unternehmen? Und wenn nicht, wie kann man im Endeffekt den Bevölkerungswillen anderweitig im Endeffekt sammeln und diesen Unternehmen kundtun? Interessanterweise bei dieser dritten Wahl, die durchgeführt wurde, gab es auch eine Webseite, die außerhalb von Facebook gebaut wurde. Man sieht es häufig in den Kommentaren, die zu diesem dritten Wahlverfahren abgegeben wurden, dass sich Nutzer von Facebook gewünscht haben, dass sie doch lieber diese externe Webseite nutzen sollten, um eben dieses Verfahren unabhängig durchführen zu können. Generell ist die Frage, wie motiviert man eigentlich die Massen, wenn es um Privatheit geht? Sei es nun, wenn es darum geht, verschiedene Privacy-Enhancing-Technologies zu nutzen oder eben ihren Willen kundzutun oder auch individuell Änderungen an ihren Datennutzverhalten aufzuzeigen. An dem Beispiel von dem Privatsphäre-Egoismus, den ich am vorderen Teil des Vortrags gezeigt habe, ist natürlich generell die Frage des Gemeinschaftssinns bezüglich Privatsphäre unter Frage gestellt. Wenn Sie an diesen Themen interessiert sind, das ist jetzt zum Beispiel ein Papier über dieses Facebook-Vote, was wir vielleicht etwas spät, 6 Jahre nach dem Incident, jetzt auf dem Annual Privacy Forum publizieren. Aber ich glaube, das ist trotzdem relativ timely. Mein abschließender Gedanke, bevor wir zur Diskussion wechseln, ist, dass sich natürlich die neuen Datenschutzgrundverordnungsregeln daran messen lassen müssen, ob verschiedenste Strategien, ihre Wirksamkeit zu unterwandern, nicht effektiv sind. Sei es nun die Datenmanipulation oder viele andere Sachen, die ich Ihnen heute in meinem Vortrag aufgezeigt wurde. Im Hinblick auf die Panel-Discussion von gestern ist natürlich ein zweiter Gedanke auch wichtig. Es ist wichtig zu verstehen, zu welchem Grade eigentlich jetzt die Nutzer oder Gruppen von Nutzern mobilisiert werden müssen, damit diese neue Datenschutzgrundverordnung eigentlich zum Erfolg führen kann.
Und beide dieser Problempunkte sind sehr schwierig, sind sehr komplex, erstmal zu verstehen und ist sicherlich auch ein Fokus unserer Forschungsarbeit in den folgenden Monaten und Jahren. Vielen Dank.